ob da wohl Saft drauf ist? Nein. Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. Runde Kugeln, angeschlossen mit Elektrokabeln. Was macht man? Nicht ranpacken, genau. Oh je. Hi, Doc. Hey, Doc. Rufus. Endlich. Cole hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Boso suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Oh nee. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter. Die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Wieso? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Boso sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Der ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Der beste Freund des Bastlers. Die Unachtsamkeit von Bastlerkollegen, die ihr Werkzeug offen rumliegen lassen. auf gut Deutsch nehmen wir mit. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Sie ist fast immer bewusstlos, wenn wir uns über den Weg laufen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ah. Goal, Goal. Sie kann dich nicht hören, Rufus. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Alles, was ich brauche, ist Batteriesäure, Schießpulver, Stierblut. Oh Mann. Oder du bringst mir einfach die Datasetten, wie ich es dir aufgetragen habe. Mal sehen. Sie ist fast immer bewusstlos, wenn wir uns über den Weg laufen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ach, Unsinn. Nö, klar. Machen wir uns doch mal eine Tiefkühltruhe zu schaffen. Und? Schalter. Schalter finde ich gut. Ich mag Schalter. Aber der scheint nicht wirklich viel zu schalten, oder? Na gut so. Dann geht zurück zum Gadget-Shop, wenn wir ihn denn dann finden sollten. Damit dran rumspielen ein wollen? Wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Na. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Okay, einigen wir uns auf, wir gehen lieber raus, bevor wir noch was kaputt machen. So wie den Hund zum Beispiel. Obwohl die weiße Farbe gut sein könnten. Dann schon eher schwarz. Mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drach. Ja, ist gut. Also hier raus. Hey, du. Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Nein. Oh je. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da wisst ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast ja etwas sehr Wertvolles.
Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Lange einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Oh je. Was war denn das jetzt? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Okay, was ist denn hier? Röhrenöffnung, Rohröffnung, Rohrventil. Wer auch immer dieses Rohr designt hat, hat eine erfrischende Respektlosigkeit gegenüber jedem Sinn für Effektivität an den Tag gelegt. Hallo! Test, Test! Oje. Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage! Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Oh je. Oh Mann. Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Okay, wird gespeichert, alles klar. Und dann gehen wir doch mal in die Tür und schauen mal, was das hier so... Das sieht ja cool aus. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, ich verleihe nichts an Nachbarn. Dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn statt Milch Blausäure... Was zum... Wer bist du denn? Oh je. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben. Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für Nerven der Hausierer. Holla, die Waldfee. Oh, süß. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst? Sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Oh je. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Oje. Ich geh mal wieder. Ich geh dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir noch mal auf die Nerven. Oje. Okay. Interessante Frau. Gucken wir doch mal, was es hier so gibt. Ach, du heiliger Bimbam. So viele Orte. Eine Antenne. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Lass es, Rufus. Okay, du hast mich überredet. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend... Oh je. Upsi. Warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Oh je. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Okay. Dann lass uns doch mal zurück beobachten. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Ach nee, wenn jemand... Okay. Zu für meinen Geschmack. Alles klar. Ah, guck mal, kennen wir doch. Generator. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Ich sehe keinen Schalter. Aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Oh je, was gibt's denn hier drin? Ich glaube, ich habe die Spelunke gefunden. Garlef, Gulliver und Boso. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben.
Oje. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Diesen Fisch werde ich mit bloßen Händen fangen. Okay. Hey, halt still! Verdammt! Er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Edna bricht aus. Eines der weiteren Adventures von Daedalic Entertainment. So, Galef. Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Den kennen wir doch. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Da hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnick-Schnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Okay. Du bist ein professioneller Schnick-Schnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Okay. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ha, da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Oh Mann. Okay, alles klar. Dann gehen wir wieder. Ich geh da mal wieder. Mach das. Oh Mann. Wo kriegen wir jetzt offizielle Turnierfinger her? Ich hoffe, die haben da auch noch was Brauchbares drin. Ja, lass uns doch mal gucken. Der tote Taubentango, die lustigen, das lustige Lümmeltütenlied, die Schrottlawinen Tarantella. Oh je, und das wird wohl das sein. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Ja. Hm. Hört sich alles gleich an. Na gut. Hallo, Bozo, alter Pirat. Das hatten wir doch schon, Rufus. Ich bin kein Pirat. Ich bin lediglich ein Schrotthändler mit einem eigenen Kutter. Genau. Und den Papagei hast du nur zufällig auf der Schulter. Ich habe keinen Papagei, Rufus. Und ich hatte auch nie einen. Ach ja? Und wen habe ich dann mit Regenwürmern gefüttert, als du geschlafen hast? Du bist schon ein seltsamer Vogel. Ein Adler. Sag mal, Rufus. Wolltest du eigentlich über was Bestimmtes sprechen? Bestimmt. Worauf wartest du dann noch? Auf die Multiple-Choice-Box. Moment mal. Würmer? Psst, da kommt sie. Wie cool. Oh je. Hab ich etwa die ganze Überfahrt verschlafen? Wie ein Schnabeltier. Nur, dass du im Schlaf gemurmelt hast. Ich habe von meinen nächsten großen Abenteuern geträumt. Haben die irgendwas mit Ballett zu tun, Schnutzipu? Oh je. Wie ist der Grog hier so? Das ist Pfefferminztee. Och, erzähl mir doch nichts. Piraten trinken Grog, das weiß doch jeder. Aber ich... Hör mal,
Ich habe mit Doc gesprochen. Er sagt, deine verschobene Wahrnehmung könnte auf eine schwere Kopfverletzung hinweisen. Und die Narbe an deinem Auge könnte auf eine abenteuerliche Seeschlacht hinweisen. Im Ernst, bist du irgendwann mal auf den Kopf gefallen? Ich meine, vor den beiden Malen, seit wir uns kennen. Ist die Anker, lichtet die Segel! Ein Biber Butzemann. Naja, was interessiert es mich? Solange du nicht vergisst, dass du die Überfahrt noch bezahlen musst. Und ne Buddel voll rum. Oh je, er trinkt Pfefferminztee, das finde ich passend. Ich war bei Doc und muss zum Gadget-Shop. Na, dann grüß Gilligan von mir, falls er da ist. Du findest ihn beim Anleger, gleich links vom Stadttor. Okay, dann bis später. Verlauf dich nicht.